Ja, Leute, es geht weiter mit der Ernte. Heute ist so richtig schwül, trockenes Wetter. Nicht zu viel Strahlung, ein paar Wolken sind am Himmel. Und wir fahren zum Alex, machen da noch ein bisschen Wintergerste weg und dann starten wir den Raps. Rapstisch, Rapsschneidwerk ist schon dort, der ist schon fertig gemacht. Und wie ihr sehen könnt, hier Mikrofonpuschel mit Funkmikro. Also endlich sollte die Tonqualität nochmal besser werden. Ich habe jetzt noch mein Getränk, da ist Kevin als Begleitfahrzeug. Und dann starten wir auf den Weg sozusagen zum Alex. Ja. Dann einmal hier rein und hier oben ins Kühlfach, zack, die Getränke rein. Dann rufe ich ihn gleich noch an und sage ihm Bescheid, dass wir uns auf den Weg machen, dass er die Wägen bereitstellt. So. Und einmal starten. Ja, Rundumleuchte läuft, die hintere auch. Handbremse nicht vergessen. In dem Fall ist die Handbremse eine Fußbremse. Den großen Gang rein. Der Schneidwerkswagen ist angekuppelt. Ah, und natürlich die Leiter nicht vergessen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir in den Raps gehen. Wintergerste habt ihr ja im letzten Vlog gesehen. Und entsprechend werde ich euch dann beim Rapsdreschen wieder mitnehmen. Ja, bis gleich. Hört ihr das? Mega nervig. Jedenfalls sind wir beim Raps hier dabei. Ja, läuft ganz okay. Auch hier gibt es ein, zwei Sachen. Also ich sag mal, Erntegut, Qualität ist okay, aber ich kann nicht wirklich schneller als 3 km/h fahren. Sonst gehen mir die Verluste hoch über das Sieb. Ich habe auch schon alles Mögliche in Einstellungen probiert. Und der Bestand ist aber auch relativ dicht. Ich meine, das ist in Ordnung. Das Schneidwerk hier hat ja 5,10 Meter, ist ein bisschen breiter. Also sind wir auch ein klein bisschen schneller als mit dem anderen Schneidwerk. Ja, aber man will natürlich auch ein bisschen was schaffen. Ich schätze mal, dass das hier so 4 Tonnen, vielleicht auch ein bisschen mehr sind pro Hektar. Und ich denke, für unsere Region ist das schon ein ganz ordentliches Ergebnis. Entsprechend denke ich, dass der Alex auch zufrieden ist. Ja, und dann haben wir jetzt hier heute den ganzen Tag noch Raps zu dreschen. Und wenn wir da fertig sind, gucken wir, ob wir hier im Weizen weitermachen. Und ich denke, dass ich dann morgen bei uns daheim weitermachen werde, dass wir auch mal noch ein bisschen Ernte gemacht kriegen. Highlight dieser Ernte. Ich habe letztes Jahr diesen Acker zum ersten Mal gedroschen und es ist wirklich mein Highlight, wenn auch nicht ganz positiv. Denn das ist mit Abstand die extremste Fläche, die wir zu dreschen haben. Auch im Video kommt das natürlich wieder nicht so rum. Aber ja, wir haben hier in der Spitze, ich habe eben geguckt im Gyroskop, bis zu 20 Grad Hangneigung. Und ja, da ist das Fahren dann mit ein bisschen Nervenkitzel verbunden. Ich habe eben die Zeitrafferkamera schon ein bisschen laufen gehabt
weil hier hat man die Hände besser frei beim Fahren. Allerdings ist der Akku jetzt auch leer von der Kamera. Und ich mache hier die Korntanks auch nur halb voll, beziehungsweise eben so voll, dass er nicht überquallert, weil das Hauptgewicht von der Dreschmaschine hier natürlich auf den Reifen lastet und einerseits um den Schwerpunkt schön zu halten und um die Reifen nicht zu überlasten, mache ich den Korntank hier lieber nicht voll. Und wir schauen jetzt einfach mal, fahren mal eine Spur lang. Vielleicht kann man ja was erkennen, aber ja. Ich muss aber auch sagen, in diesem Jahr, wenn ich das jetzt hier zum zweiten Mal fahre, wenn man die Fläche dann schon kennt, dann ist es nicht mehr ganz so extrem oder dann ist das ungute Gefühl nicht mehr ganz so wild. Es gibt natürlich auch eine nasse Stelle hier, wie soll es sein, aber die ist zum Glück bergauf. Die habe ich bergauf gedroschen und es war nicht das Riesenproblem. Ja, der Raps hier steht aber sehr schön, also ich war ganz erstaunt. Ich bin einmal drumherum gefahren und da war der Tank schon dreiviertel voll, also der Ertrag hier, auch wenn die Fläche, wenn ich sagen würde, man kann auch gut Grünland draus machen, ist der Ertrag hier nicht ganz verkehrt. Ja. So, jetzt fahren wir hier am Vorgewende noch einmal runter und fahren wir jetzt in Schichtlinie weiter. Also hier kann man den Korntank auch nicht voll machen, weil wenn er dreiviertel voll ist, merkt man schon, wie der metrischer Männchen machen will hinten. Und ich habe hier auch die Einzelradbremse entsperrt, dass ich besser gegenlenken kann. Weil wenn man so wenig Gewicht hinten auf der gelenkten Achse hat, ja, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll, hier Einzelradbremse einzuschalten. Okay. So, ich versuche jetzt mal die Kamera gerade zu halten. Tatsächlich kann man hier aber auch trotz der starken Neigung relativ gut mit Lenksystem fahren, sonst könnte ich das mit der Filmerei jetzt für euch auch nicht machen. Hier kann ich mal umschalten. Da kann man es vielleicht lesen. Jetzt sind wir hier aktuell bei 14 Grad Hangneigung, 15 Grad, die steilste Stelle kommt erst noch. Ne? Ich habe auch extra den Luftdruck von den Reifen vom Mähdrescher erhöht. Ja, aber das ist interessant. Und hier muss man natürlich sagen, unser Mähdrescher hat ja leider keinen Hillmaster, keinen Hangausgleich. Wir haben auch leider kein 3D-Sieb, entsprechend muss ich hier schon langsam fahren. Beziehungsweise hier kann man auch sehen, jetzt geht es gerade, aber die Verluste gehen auch mal hoch. Ich habe hier deutlich den Wind erhöht, weil das Erntegut alles im Siebkasten auf eine Seite wandert. Entsprechend dem Luftwiderstand kann dann der Wind oder die Reinigungsluft dort entweichen, wo kein Erntegut ist. Deswegen habe ich hier, wie soll ich sagen, fast doppelt so viel Wind wie in der Ausgangsstellung und die Siebe habe ich auch deutlich weiter offen, obwohl trotzdem nicht viel Dreck im Tank ankommt. Also hier kann man mit den Standardeinstellungen vom Mähdrescher absolut nicht fahren. Also die Siebe sind statt 7 mm 15 mm offen und ich habe hier 800 Umdrehungen Wind. Ja, und hier kann man jetzt sehen, jetzt kommen wir hier an die steilste Stelle. 19 Grad waren wir gerade, 18 Grad. 19 Grad und das ist natürlich hier ja sehr nervenkitzelnd, ähnlich wie Achterbahn fahren. Also ich habe mich schon vor längerem dazu entschieden, nicht mehr in Freizeitparks zu fahren. Ja. Nee, also ist wirklich, ist man auch froh, wenn die Fläche gemacht ist. Der Boden ist gut befahrbar und ich bin auch froh, dass hier Raps steht, weil man tatsächlich hier auch Probleme hat beim Getreide. Letztes Jahr war hier Gerste, die war nicht sehr hoch. Ja, das Schneidwerk ist ja auch nochmal geneigt durch die Reifen, die in den Boden reindrücken. Und wir haben ja hier am Mähdrescher auch kein Pendelschild. Und dann macht man auf der einen Seite, schneidet man quasi kurz über dem Boden und auf der anderen Seite sind die Stoppeln so hoch. Und da hatte ich letztes Jahr hier bei der Wintergerste tatsächlich auch Probleme, die komplett sauber aufzunehmen. Deshalb ist eigentlich der Raps hier sehr gut geeignet für die Fläche.
wenn man jetzt das auf das Handicap von dem Mähdrescher betrachtet. Ne? Und hier kann man sehen, trotz Hangfahrt und den extremen Einstellungen kommt hier eigentlich ganz ordentliches Material an, wenn man die Umstände betrachtet. Ja, das ist wie gesagt hier also mein Nervenkitzel-Highlight. Und ja, am schlimmsten ist eigentlich die zweite Bahn, weil dann der Arsch vom Mähdrescher noch wegdriftet, weil das so eine Kuppe ist. Aber andererseits muss man sagen, der Alex fährt hier auch mit seiner 1800-Liter-Spritze hinten. Der macht sie zwar nicht voll, aber ja, wenn man mit einem Schlepper mit 1,80 Meter Spur hier fahren kann, dann hat man hier mit 3,40 Meter breiten Mähdrescher normalerweise vom logischen Menschenverstand keine Bedenken, aber trotzdem fühlt es sich komisch an. Ja. Nach diesem Acker haben wir noch einen 8-Hektar-Schlag. Da werde ich dann die Drohne, denke ich mal, fliegen lassen. Und dann sind wir auch schon Richtung Ende der Rapsernte. Bisher hält man alles ganz gut durch. Das Schneidwerk läuft auch ganz gut. Ja, da bin ich dann doch ganz zufrieden. Leute, ein neuer Erntetag. Gestern haben wir noch den Raps weggemacht, beziehungsweise heute Morgen am Waldrand habe ich noch mal einen Hektar stehen gehabt. Der war gestern Abend einfach zu zäh. Und dann sind wir hier gleich weiter in den Weizen. Ja, und wir haben jetzt heute schon 8,5 Hektar Weizen erledigt. Und es läuft richtig gut, also es macht richtig Bock. Der Weizen geht super durch den Drescher durch. Also ich kann hier mit zwischen 5 und 6 km/h fahren. Aktuell fahre ich gerade knappe 6 km/h, 5,8. Während die Verluste hier sich wirklich absolut im kleinen Bereich bewegen. Ich habe vorhin extra geguckt, als die Anzeige 4 Balken, 5 Balken Ausschlag hatte. Also die zeigt, wenn überhaupt, sowieso nur Schüttlerverluste an. Verlustschale geschmissen und da war ich irgendwo bei... ja, zwischen 0,5 und 1%. Und das macht dann natürlich richtig Spaß, wenn man hier ein bisschen Stoff geben kann. Was sagt die Anzeige, wenn ich so fahre? 2,3, 2,4 Hektar die Stunde. Klar, die Wendezeiten reißen es wieder raus, aber es macht richtig Spaß. Ja, wir sind immer noch beim Alex und ich bin schon fast auf Reserve. Und ich habe gesagt, naja, ich werde so lange hier fahren, bis mir der Diesel ausgeht. Dann habe ich heute Morgen mal noch an der Tankstelle 200 Liter nachgelegt, weil wir einfach gesagt haben, komm, wenn ich schon mal hier bin, machen wir den Weizen noch weg und dann fahren wir morgen bei uns in den Weizen rein, beziehungsweise machen den Rest von der Wintergerste weg, wo noch ein bisschen zwiewüchsig war. So, jetzt bin ich hier wieder einhändig unterwegs. Ups. Okay. Ja, der Schlag hier hat glaube ich 3 Hektar, ist relativ eben und so macht das Fahren hier richtig Spaß. Hinten im Tank sieht es auch ganz gut aus. Ein bisschen Spreu ist immer drin, aber ich kann hier mit gut Wind und offenen Sieben fahren. Und es kommt auch was im Tank an, aber ja, ich denke, man kann ganz zufrieden sein. Nur qualitativ bin ich mir noch nicht sicher, ob das alles dieses Jahr so toll wird. Es hat ja jeder so ein bisschen am Stickstoff gespart. Genau. Ja, ich mache hier noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Alex
hat seinen Mini-Drescher, seinen, ja, Oldtimer-Drescher geholt. Saugeil. Ein dicker New Holland. Schön stilecht mit Strohhut. Der ist hier eben schon über den Acker geheizt. Jetzt mal gucken, später, wenn er wieder abtanken fährt, ob wir noch ein Mähdrescher-Rennen machen. So, da ist er. Sau geil. Vor allem der ist gar nicht so klein, das ist ein riesiges Ding. Er braucht auf jeden Fall ein größeres Schneidwerk. Ja, vorhin habe ich vorne was holpern gesehen am Schneidwerk. Eine verlorene Scheibeneggescheibe. Die kriegt er wieder. Jo. Aber wir machen jetzt gleich Feierabend hier. Jo, und wie gesagt, morgen geht es bei uns weiter. Leute, neuer Tag. Ich habe ja gestern gesagt, wir wollen heute bei uns mal in den Weizen oder Dinkel oder was auch immer starten. Und wir holen jetzt erstmal eine Probe hier beim Grannenweizen. Und ja, ich hole mal hier erstmal am Rand was, ob wir überhaupt ganz tief reingehen. Wetter ist nach wie vor gut gemeldet. Oh, ach so, ja, das Windrad hier, das ist ein Pechwindrad. Komische Geräusche von den Windrädern. Also dieses hier hat einen Lagerschaden. Zuerst war das Windrad falsch betoniert, unten die ganzen Stehbolzen. Da musste ein neuer Ring, also ein neuer unterster Turm angefertigt werden, weil die haben falsch betoniert. Und jetzt hat das Ding einen Lagerschaden und das da hinten hört sich irgendwie auch gerade nach Lagerschaden an. Ja, also das ist mal hart. Ich gehe jetzt mal rein und hole vor allem auch mal was aus den Fahrgassen. So, ihr solltet mich ja noch hören. Das ist ja ganz nett. So, hier sieht es ganz gut aus. Ich nehme mal so ein paar Ausreißer mit und da hinten so eine tritikale Pflanze, die da durchwächst. Oh, der Bestand sieht eigentlich schön aus hier. Und aber ja, was man von den umliegenden Landwirten hört, sind die Erträge allgemein nicht so hoch. Also das geht von 30, 40 Doppelzentner bis 60, 70. Ich bin gespannt. Ich mache mir nicht so große Hoffnungen. So. Machen wir mal schnell eine Probe. Ich habe auch unseren Tupperware-Häcksler dabei. Mal gleich eine Dinkelprobe holen, aber wenn der Weizen trocken ist, machen wir zuerst den Weizen weg, wie gesagt. Dann führen wir die Probe ein. Oh oh. Das fühlt sich gut an. 13,5. Jo, das ist ja ganz ordentlich. Können wir theoretisch reinfahren. Dann hat es aus dem Mähdrescher vielleicht 14,5. Wir müssen mal runterfahren an den Waldrand, wie es dort ausschaut. Weil am Waldrand ist es natürlich nicht so trocken
wie auf der großen Hauptfläche. Soweit, denke ich, können wir hier heute Weizen dreschen. Alles klar. So, wir müssen jetzt noch ans Schneidwerk die Platten dran schrauben. Das sind die Gleitkufen. Die kaufen wir nicht neu, wenn die durch sind, sondern wir schweißen die immer auf mit Flacheisen. Und Niklas packt gerade mal noch Dinkel aus. Der Dinkel war zwar trocken mit 10,5, aber da ist immer Stroh dabei. Jetzt machen wir mal eine Nur-Körner-Probe. Ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Und dann haben wir aber wirklich die Kornfeuchte vom Dinkel. Und die Getreideschnecke hat noch ein neues Lager bekommen. Und somit sind wir eigentlich vollends startklar. Wie gesagt, ich schraube jetzt die Platten wieder ans Schneidwerk dran und dann rücken wir auch aus. So, die Ernte verzögert sich noch. Wir haben noch einen Defekt entdeckt. Den habe ich gestern so gar nicht gemerkt. Ich habe gesehen, dass hier ein bisschen Spreu und Öl am Zylinder ist. Und dachte, das ist nur eine Verschraubung. Aber hier unten läuft die Hydraulikleitung durch für den Reversierantrieb. Und ja, da waren innen die Hydraulikleitungen verrostet, beziehungsweise mit einem Loch drin. Und Domi pustet das jetzt gerade aus, weil das voll mit Ölschlotz war. Ne? Wie gesagt, da ist der Reversierantrieb und das ist voll mit Dreck. Also hauptsächlich so Rapszeug und das müssen wir jetzt noch reparieren. Eine neue Hydraulikleitung einbauen. Ja, so kann es manchmal gehen. Aber danach können wir wieder starten. Tja, darf auch mal was kaputt gehen bei uns. Hier musste ich noch so ein Halter neu bauen, der ist verloren gegangen, habe ich gesehen. Ja, aber bei über 4000 Stunden geht auch mal was kaputt. So ist das Leben, ne? So, der Weizen läuft und er läuft auch gar nicht schlecht. Wir haben hier auf dem Schlag jetzt 2,7 Hektar weg und LKW-Hänger ist voll. Wenn der voll mit Weizen ist und das gut läuft, sind das 13 Tonnen und ich habe den Korntank aber noch halb voll. Das heißt, es ist sogar noch etwas mehr. Ich denke, da sind noch eine Tonne vielleicht drin und ich denke, dass das ganz akzeptabel ist, ertraglich gesehen. Dann machen wir hier gerade den Rest rein. Ihr seht auch den 514er Fendt mal wieder im Einsatz. Der wird ja ein bisschen geschont, aber gerade so in der Getreidesaison schön mit Frontscheibe auf, Scheiben auf Durchzug. Ist das ganz nett mit dem. Ne? Und der sieht vor allem auch geil aus vor dem LKW-Kipper, vor dem Kögel. Wir können ja mal noch eine Ehrenrunde drehen, damit wir das Gespann einmal vor uns haben. So, jetzt der Korntank leer. Ja, ich denke, das ist eine gute Tonne, die da drin ist. Wieder im Einsatz. Ja, endlich. Frisch aus der Werkstatt, Bremse frisch gemacht. Hydraulikanschlüsse sind neu gekommen, da ging was nicht. Vorderachsfederung, der Sensor war kaputt. Die ging immer, hat immer Fehler angezeigt. Der Sensor ist neu, kalibriert. Federt jetzt auch viel besser wie vorher. Jo, macht mal wieder Bock. Bisschen Summer-Vibes, so mit Frontscheibe, Heckscheibe offen und so. Jetzt wieder Knallgas. So. Ey, das sieht doch gut aus hier. Ich gehe einmal hoch mit euch. Könnt ihr mal reingucken. Und der ist gut voll. Ich muss nur noch auf die Qualität passen.
Das bockt schon mit dem Ding, ne? Geil. Ja, das ist was anderes als so ein Stufenloser, ne? So, dann machen wir mal schnell weiter. Ja Leute, das hier ist der letzte Weizenacker für diese Ernte bei uns und der Weizen hier, der steht eigentlich ganz schön, der war spät gesät, aber hier links kann man es schon sehen und wir werden es auch gleich nochmal extremer sehen, wir haben hier einen massiven Schwarzwildschaden. Ich zeige es euch gleich nochmal, so ist er vom Ertrag denke ich ganz gut, also nach nicht mal einem halben Hektar, wo es dicht steht, ist mit dem Patras der Korntank auch voll. Aber hier, das Ganze wurde zunichte gemacht von den Schweinen. Ich denke, dass hier, das ist ein 2-Hektar-Schlag. Da ist auf jeden Fall ja, im Prinzip ein halber Hektar hier Schaden ist. Das ist natürlich sehr ärgerlich, gerade weil wir auch selber die Jagd machen. Hier ist so ein Megaplatz. Aber das war in einer Nacht. Dominik war hier mulchen. Da war noch nichts. Und am Tag später bin ich hier mit dem Auto lang gefahren. Und habe mir gedacht, ich gucke mir mal den Weizen an. Da hat man gesehen, dass in dieser Nacht quasi müssen die, ja, ich weiß, dass hier so eine Rotte ist mit 20, 25 Schweinen. In einer Nacht müssen die das hier platt gemacht haben. Haben wir auch gleich einen Hochsitz hingefahren, einen mobilen. Aber ja, seitdem war auch nicht mehr viel passiert hier. Und das ist natürlich besonders schade. Aber wir gucken uns das jetzt mal an. Die Hauptschadensfläche, da fahren wir jetzt mal hin. Da wisst ihr auch schon, was ich meine mit verheerenden Schaden. Hier schaut das ja eigentlich ganz ordentlich aus. Das ist auch wirklich ein schöner Weizen. Aber hier sieht man schon die ersten Lücken. Da war ja im Winter schon ein bisschen Schaden. So, und hier fängt das an. Und hier ist es noch harmlos. Seht ihr? Das ist ein richtiger Campingplatz. Ich habe auch eine schöne Drohnenaufnahme, wo man es sehen kann. Die zeige ich euch vielleicht mal gerade noch. Aber hier kommt jetzt der Hauptteil. Ja, das fängt schon hier an, vor dem Drescher direkt. Da blutet einem natürlich das Herz, wenn man sowas sieht. Das hier ist wirklich massiv. Und das kriegt man auch nicht mehr hoch mit dem Mähdrescher. Holt man sich am Ende nur Steine hier. Ja, so ist das Leben. Also, letzte Weizenfläche. Wir haben jetzt noch Tritikale stehen und den Dinkel und Sommergerste. Aber wir sind schon mehr als die Hälfte durch mit der Ernte.